Ich begrüße euch, meine Freunde der Musik, vor der Dresdner Kreuzkirche. Hier hatte ich am 8. April 1827 meine Konfirmation. Eine Begebenheit aus frühester Kindheit ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Die Vermählung der schönen Prinzessin von Sachsen im Jahre 1817. Eigens zu diesem feierlichen Anlass hat der Kapellmeister Karl Maria von Weber ein Lied aus dem Stück Der Weinberg an der Elbe komponiert mit dem tollen Namen Hold ist der Zianenkranz. In diesem Stücke, welchem die gesamte Königsfamilie beiwohnte, figurierte ich als vierjähriger Knabe bei einem Lebenbild als Engel, ganz in Trikots eingenäht und mit zwei kleinen Flügeln auf dem Rücken. Im Anschluss erhielt ich eine große Zuckerbrezel, von welchem mir versichert wurde, der König selbst hätte sie mir bestimmt. Später unterstützte ich nach Kräften die von Professor Löwe angeregte Übersiedlung der Asche von Karl Maria von Weber von London nach Dresden.